Wunderschönen guten Abend. Wie man sehen kann, ist es jetzt schon dunkel. Wir waren heute mal eine Runde unterwegs und zwar haben wir einen neuen E36 uns besorgt, weil unser alter, der ist ein bisschen sehr dolle rostig und für die Nordschleife nicht so unbedingt zu gebrauchen. Bei unserem neuen Auto handelt es sich um einen 316i, hey! Ja. Und da das ganze Teil völlig für den Arsch ist, kommt der raus und der 28er Block, der kommt rein. Und den Motor packen wir dann in die gute Karosse rein und das fliegt raus, der Innenraum fliegt raus und alles, was in dem drin ist, wandert in den rein. Und dann würde ich sagen, nehmen wir euch einmal mit, wie wir den komplett rausschlachten. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Also wir haben jetzt einmal die kompletten Thermatten im Fußbodenbereich rausgeschmissen. Nichts mehr drin. Einmal Gewicht gespart. Die liegen alle dort. Das Zeug ist echt übelst schwer rauszukriegen. Der Schluss war so hart, dass wir die mit einem Heißluftföhn warm gemacht haben und dann rausgeschraubt haben. Und jetzt kommt die Heckscheibe raus. Die schneiden wir raus und die wird auch durch eine Makrolonscheibe ersetzt. Auch nochmal Gewichtsersparnis. Nächster Tag vom Auto ausschlachten. Ja, gestern haben wir ja schon gesagt, was wir alles gemacht haben. Wir haben eigentlich alles rausgeschmissen von innen. Die Thermatten, die Sitze. Jetzt sind wir gerade dabei, die Kabel zu strippen. Und zwar kommen alle unwichtigen Kabel raus, wie Boxenkabel, Antennenkabel, Lichter für in den Kofferraum. Die Lichter bleiben natürlich, die brauchen wir noch. Ja, die strippen wir jetzt alle, die fliegen alle raus. Und ich würde sagen, da guckt ihr jetzt, könnt ihr jetzt am besten einfach nochmal zuschauen und dann geht's weiter. Als hätten wir den ganzen E36 angebrannt. So, wir haben als erstes den Lack weggeschliffen. Sehr professionell. Mit einer Flex. Und jetzt haben wir das Ankerblech reingespeist. Das Ankerblech ist dazu da, dass wir den Käfig dann darauf befestigen können. Also den Käfig, den haben wir jetzt einmal reingestellt, den haben wir angepasst. Dann wird der, da kommt er wieder raus, dann geht er zum Pulverbeschichten, der wird dann noch lackiert. Dann wird einmal der ganze Innenraum lackiert. Die Kabel werden dann alle noch isoliert. Und ja, Tag 3 ist es jetzt, glaube ich, am E36. Wir haben einmal die Kabel gestern noch gestrippt und jetzt sind wir gerade dabei, die ganze Karosse von unten zu schleifen. Gestern haben die Jungs noch die Ankerbleche reingespeist. Heute wurden die noch verkittet, dass sie nicht wieder rosten. Und der ganze Rost wurde auch entfernt und weggemacht. Jetzt wird einmal alles komplett, haben wir schon angefangen, alles schön zu schleifen. Und der wird dann von innen, also erstmal nochmal rausgesaugt. Dann wischen wir den einmal komplett nochmal mit Nitro aus. Und dann wird er von innen rauslackiert. Ja. Und vorher wird natürlich noch die ganzen Kabel und alles, das was nicht lackiert werden soll, abgeklebt.
Wir haben jetzt zwischen Reifen und Radkasten echt viel Platz, dadurch, dass wir kein Gewicht mehr drin haben. Ich muss auch sagen, da passt schon fast mein ganzer Kopf rein. Würdest du so zum Wörthersee fahren? Nein, so würde ich nicht. Bis zu gar keinem Treffen fahren. Findest du die Höhe nicht perfekt? Nee, das fittet überhaupt nicht. Hier ist kein Fitment vorhanden. So, der E36 wird gerade von innen raus lackiert und das mache nicht ich, das machen die zwei Jungs da im Hintergrund. Sieht man jetzt wahrscheinlich gerade auch nicht. Ja, ich würde sagen, das filme ich einfach mal. Ja, ich soll in die Kamera gucken, ich weiß. Neuer Tag und heute geht es an Motor. Die Jungs haben schon die Stoßstange, die Räder, die Klimaanlage, den Kühler abgebaut und lassen jetzt, glaube ich, noch die Vorderachse runter und dann kommt der 16er Motor raus und der 28er Block aus unserem alten Ringtool kommt dann rein. Ja, und ich würde sagen, das filmen wir dann einfach wieder alles mit. Oder was würdest du sagen? Ja, wir machen wieder eine Zeitraffer. Ja. Sonst sind die 45 Minuten, in denen wir den Motor jetzt rausbauen, nämlich viel zu lang. Wo ist der Motor jetzt? Ah. Jetzt wird der Motorinnenraum wird einmal gestrippt, dann wird er nämlich auch einmal rauslackiert und dann kommt der 28er Block rein. Hier wird dann drinnen alles nochmal gestrippt, ordentlich gemacht, angeschliffen, rauslackiert und dann kommt der 28er Block aus unserem Ringtool-Spender hier rein. Ich glaube, die Achsen von dem anderen kommen hier auch rein. Fahrwerk, Felgen, Felgenreifen. Ja, hatte Lisa richtig erklärt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten. Ach so, übrigens durfte ich jetzt gerade nicht mitmachen. Das haben die Jungs gemacht. Warum? Habe ich gar nicht am Anfang erzählt. Warum ja, haben die Jungs das gemacht? Der Marco und der Max, die haben Motor und Getriebe gerade rausgebaut, weil das angeblich zu schwer war für mich. Ich durfte nicht helfen. Schwer ist es nicht, aber wir wollten noch 2018 fertig werden und nicht 2019, deswegen ja, dachten wir, machen wir das schnell alleine. Ich bin zu langsam. Ja. Schalt mal den ersten. Ui. Ohne Kupplung ist immer gut.